Yo, meine Gamer-Freunde, Wallstudio wieder am Start für euch und willkommen zurück zu einem neuen Video. Oh mein Gott, Freunde, ihr würdet es nicht glauben, was gestern in meinem abgefuckten Livestream passiert ist. Oh mein Gott, Freunde, ich habe live gestreamt mit ungefähr 20 Leuten. Ihr wisst ja Bescheid, ich bin ja klicklos, aber mir macht einfach Livestream enorm viel Spaß, also ich weiß nicht, ich feiere das extrem und ich finde auch qualitativ ist mein Livestream wirklich sehr, sehr gut, wenn ich da mal andere YouTuber anschaue, die da sich nicht so viel Mühe geben. Hauptsache der Donate-Button ist drin, alles klar, aber auf jeden Fall, Freunde, war es 3 Uhr und ich habe den Stream dann beendet und dann hat auf einmal Kangal, unser GTA-Film-Typi, hat mir dann geschrieben, Digga, Biskabasa, oh mein Gott, schaut deinem Livestream zu. Ich dachte mir erstmal, ja klar, der verarscht, der ist um 3 Uhr morgens sicher für einen Joke zu haben. Aber Freunde, ich habe in meinen Livestream Spielerliste nachgeschaut und da stand Biska 96 Barca. Oh mein Gott, Freunde, ich habe es gar nicht glauben können. Ich habe dann wirklich nochmal Twitch angehauen, die Spielerliste nochmal angeschaut und wirklich gesehen, dass es der echte Barca ist. Ich hab so keine Ahnung, wie Barca zu mir kommt. Also wenn Barca, du dieses Video per Zufall siehst, auch wie per Zufall du in meinem Stream gelandet bist, schreib doch unten mal in die Kommentare. Mich würde so brennend interessieren. Lagst du im Bett mit dem Handy? Hast du mal geschaut, was so Black Ops 3 so abgeht oder so? Ich würde echt gern mal wissen. Ich habe ihm dann auch auf Twitter geschrieben, weil ich einfach wissen wollte, war das jetzt ein Bug oder war er es wirklich? Und das hat er innerhalb von ein paar Minuten geliked. Also kann ich davon ausgehen, diese Bestätigung, dass er der echte war. Jetzt im Anschluss seht ihr noch ein Live-Gameplay von mir, Freunde. Wenn ihr, weil mein letztes Live-Gameplay ging bei euch ja richtig ab mit den Likes. Also das hat mich übertrieben gefreut. Und ja, ihr seht jetzt hier auch ein fettes Live-Gameplay von mir mit dem Kangal zusammengespielt. Und ich gehe da einfach ab, Alter. Ich habe da zwei richtig geile Situationen, wo ich so bam, bam, bam. Ich war auch an dem Tag, an dem Livestream-Tag, war ich wirklich zweimal von der Nuklear. Bin dann wieder richtig belastend von hinten getötet worden. Also die nehmen mich immer. Ah, na, alles klar, Freunde. Jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Live-Gameplay. Wenn du auf jeden Fall mehr von diesen Live-Gameplays oder so Kill-Duells, mal so richtige Kill-Duells gegen vielleicht andere YouTuber, gegen Abonnenten oder sehen willst, dann auf jeden Fall haut mal einen Like nach oben. Und jetzt viel Spaß mit dem Live-Gameplay. 3, 2, 1 und let's go hier, Freunde, auf Fringe. Mit dem Kangal zusammen. Sag mal hallo. Der echte ist auch am Start. Der echte. So, wir gehen gleich mal über die Wall hier. Ist ein super Trick. Da ist schon der erste. Zweite. Alter, wie der spielt. Heute war ich zweimal fast auf Nuklear, Freunde. Ja, ohne muss Witz. Man auch mal sagen. Ja, zweimal. Kurz davor. Okay, ich schieb rum. Leider das Spiel vorbei und einmal gestorben, ne? Ja, zweimal auf 15er Streak. Aber in einem Game. Boah, Digga, erschreckt mich halt, Olle. Olle. Das war wirklich so eine Olle. Okay, einer in der Scheune drinne. Ey, er heißt Ali, Alter, zurück in deine Dönerbude, werd ich rausgelassen. Alles klar. Oh nein, oh mein Gott, oh mein Gott, blutrünstig. Oh mein Gott. Alter, ich sag's dir, 6 vor Hater. Nein! Und dann in den Rücken! Oh, das kann doch nicht sein! Ich kriege immer solche behinderten Tode. Boah, ich hab voll die Augenringe, ich krieg meine Augen noch auf, kaum auf. Ja, Freunde, wir müssen dazu sagen, dass wir einfach mal 3 Uhr nachts haben. Also, ohne Joke. Und ich habe keine Ahnung, Leute, wo sie sind. Ah, ah, ah. Hast du das gesehen? Nee, Digga. Schade. Ich bin einmal angefrankt. Ey, dieser Tom nervt, ne? Ha, wo ist dein Bruder Jerry, Alter, ganz ehrlich? Alles klar.
Oh mein Gott, ich pack vorhin seine Sätze. Nein! Was hast du ausgepackt vor ihm? Eine Sense. So nennst du das also. Wie nennst du das? Das ist ein Todbringer? Ey, einer steht da hinten am Spawn und dreht sich und lässt sich killen, ne? Ich mal, so würde ich nicht nuklear schaffen, Digga. Das ist, klingt hart, aber ist so. Willst du bestimmt durch so eine Granate stellen von irgendwo, aus der Map, die er aus Versehen geworfen hat? Ich krieg langsam keine Luft mehr, ne? Am White Car? Am weißen Auto, Digga? Der hat mich so geowned. Genau. Ey. Hab ihn. Dann spawn. Boah, ich hab ihn so verarscht. Get wrecked. Hör doch auf! Ey, was macht der denn? Was machen die denn? Warum gehen die denn nicht einfach auf? Ich weiß nicht, was die hier im Spawn bei sich hinten machen. Warum lassen die uns denn nicht einfach zocken? Alles klar. Ich weiß ja gar nicht, wo die sind, so. Ne, ich habe auch keine Ahnung, Digga. Boah, Joke. Die haben so eine Laufweise, die ich nicht verstehe. Hater habe ich noch gerettet. Die können eigentlich einen gar nicht holen. Aber sie tun es trotzdem jedes Mal. Der ist schon wieder, der ist genauso. Ich darf nicht schreien, also ich komme meine Mutter am Teil gemacht. Oh, was? Kommt die mit einem Anhörte rein. Oh, warte, Digga, die schießen hier schon wieder mit Bällen rum, Alter. Ich lasse gleich echt Dampf ab, ne? Muss ich irgendwas muten oder so? Du? Alter, Digga. Nein! Mann, was machen die denn da hinten? Ich hab dir schon noch Assist-Punkte wieder bekommen. Was kann ich mir davon kaufen? Nichts. Das ist wie... bei Lose ziehen Großpreis, Digga. Das will man nicht. Man will den Hauptgewinn. Mann! Oh mein Gott. Beide einfach nausu. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was spiele ich hier denn? Nein. Boah, hätte ich den gejoked, Digga. 3-4-Hater. Und es war einfach so ein heftiges Kill-Ding, ne? Warte mal. Alles Gute kommt von hinten, mein Freund. Alles Gute kommt vom Sense, Mann. Nein, du Hurensohn! Hat er ihn? Mutter! Er hat ihn nicht. Damn, Digga. Digga, mein Ding lädt sich voll schlecht auf hier. Oh. Dein Leben habe ich nochmal beendet, Alter. Komm hoch. Oh! Alter! Oh! Digga, ich hab's aber gerade auch mit Torn on, Digga, aber so heftig. Okay, ich dreh nochmal auf, Chris. Ja. Aber vom Allerfeinsten. Dreh die Musik mal auf, Digga. La 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 la. Nein, er schimmelt in der verfickten Ecke. Ich war schon wieder 3-4-Hater. Nee, wir verlieren ein paar. Ja, aber ich meine von den Flaggen her. Achso, ja. Ich mal jetzt nichts verlieren, Digga. Ich joke hier alles gerade. Ey Junge, du hast einfach mal viel mehr Kills und viel weniger Tode. Boah, ich hätte gerade einen Turnout schon wieder gegeben, Alter. Ey, wir müssen einen nehmen wieder. Oh mein Gott, der hätte. Einer am Truck, Alter. Der macht dich da mal das Leben zur Hölle.
So, mach B. Oh. Ah. Oh mein Gott. Ich sag's dir, ich hab hier. Nein! Oh, Alter, nein, wir verlieren, Digga. Nein, wir haben verloren, Alter. 51-16. Ja, kann man auf jeden Fall live sehen lassen hier. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da, Freunde, wenn ihr mehr so Live-Games von mir sehen wollt. Und dann mache ich das gerne jede Woche einmal oder so. Ja, ich würde mich freuen. Macht einen Daumen nach oben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Tschimmidö. Bäh. Yo, meine Gamer-Freunde, das war mein Live-Gameplay. Über mir könnt ihr noch mein letztes Video anschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr wirst vielleicht mehr davon sehen. Dann vergesst auf jeden Fall die Bewertung nicht und dann sehen wir uns hoffentlich in einem neuen Video wieder. Und dann würde ich sagen, tschimmidö, ist der Daumen um, wird man nicht loben. Tschimmidö, bam.